Okay, so weit, so gut. Wir brauchen allerdings noch mehr Informationen, ansonsten können wir den Pinguin nicht finden. Also setzen wir unsere Reise fort. Hast du gerade gesagt, schalte den Freak aus und bist davor auf die Knie gegangen, weil du Angst vor mir hattest? Ist das jetzt dein Ernst? Passt du irgendwie nicht so wirklich zusammen und du schlägst mir auch nicht mit deinem Baseballschläger. Damit das schon mal klar ist. So, einer ist noch übrig, dann komm mal her hier. Gut's Nächtle, Freunde. So, hier müssen wir lang. Wow. Okay, das geht ganz schön ab mit der Greifhakenbeschleunigung. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Finde ich auch ganz gut. So kommen wir schneller von A zu B. Ah, noch ein Stückchen müssen wir. So, und weiter geht's. Also sie sind auch diesem Schema treu geblieben. Du gehst mit Batman dein Ziel nach, schwingst dich durch die ganze Stadt. Okay, da gehe ich jetzt lieber nicht lang. Da habe ich mehr Angst, dass ich jetzt gleich ins Wasser segel. Gehen wir erstmal nach oben. Okay, wow. Oh, nee, ich bin runtergefallen. Nein, nein. Funktioniert alles, wird alles gut. Sehr gut. Und das ist auch der... Oh, hi Leute. Kritikpunkt, dass es eben nichts Neues gibt, was jetzt Kampfsystem angeht, was jetzt die Stadt angeht oder so. Es soll alles ziemlich gleich geblieben sein. Allerdings finde ich das jetzt nicht so schlimm. Dass sie der Sache jetzt hier treu geblieben sind, finde ich jetzt so ganz okay eigentlich. Mich stört es jetzt weniger. Der Batman? Und das soll ich glauben? Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position triangulieren. Als unsere Ladung hochzunehmen, zum Beispiel seinen eigenen Arsch zu retten. Wenn du dir das nächste Mal was ausdenkst, solltest du also hoffen, dass du es jemandem erzählst, der noch dümmer ist als du. Ach halt, so jemanden gibt's ja gar nicht. Mr. Cobblepot, ich schwöre, dass es die Fledermaus war. Er hat Ricky vom Dach des Kuchenturms genau in einen Weihnachtsbaum geworfen. Ist mir scheißegal, was du glaubst gesehen zu haben. Wenn du nicht in 10 Minuten mit meinem Geld hier bist, rupf ich dir die Augäpfelchen raus. Und dann musst du dir nicht wieder Gedanken über den machen. Ist das klar? Ja, Mr. Cobblepot. Tut mir leid, Mr. Cobblepot. Ja, der Pinguin scheint nicht sehr erfreut darüber zu sein. Er möchte sein Geld haben. Der Boss ist seit kurzem so komisch drauf. Viel brutaler als früher. Ja, ich kenne die Stories. Bestimmt nur gestresst. Aber ihm gehört diese verdammte Stadt. Ihm kann keiner was. Dem Boss gefallen die ganzen Verhaftungen bestimmt nicht. Viele unserer Jungs sitzen wegen dem Freak jetzt in Blackgate. Kann sein. Weiß nicht. War schön. Okay, ich kann die noch nicht benutzen. Ich werde die wahrscheinlich erstmal ausschalten müssen. Das ist der... Okay, so. Die Bodenkombo kann er auch noch machen. Sehr gut. Wow, 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 wow. Du hast Waffen. Was soll das? Alle Einheiten, wenn sie stehen, fällen sie sich. Hörst du auf mich zu schießen? Du spinnst wohl. So haben wir nicht gewettet, Freunde. Na, du sollst nicht gegen die Säule laufen, du sollst hier hinlaufen. Batman. Na gut, Leute, zugehört.
Ich weiß, dass ich die diesjährigen Kesselraumkämpfe nach dem Vorfall auf Jezebel Plaza eigentlich abblasen sollte. Aber was so ein netter Kerl. Der Final Offer. Sieht doch statt. Also bewegt euch rüber zum Schiff, wenn ihr dabei sein wollt. Alles klar? Der Pinguin versteckt sich auf einem alten Schiff. Deshalb war er so schwer zu finden. Jetzt haben wir ihn aber gefunden. Auf einem alten Schiff soll er also sein. Dann würde ich sagen, statten wir ihm doch mal einen Besuch ab. Und gucken mal, was er dort so treibt. Der Pinguin hat Scharfschützen. Wenn ich unbemerkt weiter will, muss ich die Scharfschützen leise ausschalten. Wer ist dieses Jahr der Herausforderer? Irgendein Typ, Buczynski. Ach ja, hab von ihm gehört. Großer Typ, große Klappe. Nennt sich selbst elektrisch, Elektro irgendwas. Stimmt. Warte mal, die lassen den noch nichts in der Handschuhe beim Kampf tragen, oder? Na, das wäre mal schlecht für die Weltquote. Aber hallo, ich ruf meinen Buchmacher an. So. Gute Nacht, mein Freund. Hey Mann, bist du das? Okay, hast du nur zwei Scharfschützen oder hast du noch einen kleinen Freund hier? Okay, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob Batman wirklich so weit kommt, weil sein Absprungpunkt ist jetzt nicht sonderlich hoch. Ich probiere jetzt mal auf gut Glück erstmal hier rüber zu gleiten. Sehr gut. So, komm mal her hier. Granate! Batman! Du bist ab sofort der Batman! So. Super, die hat Waffen. Das ist nicht gut. Das ist jetzt auch nicht gerade die beste Position für mich. Ich habe zwar ein paar Wege, um oben mich verstecken zu können, aber das ist jetzt sehr riskant. Ich will aber jetzt auch nicht probieren, an ihnen vorbeizurennen. Ah, da unten haben wir ein paar Gitter. Das ist sehr, sehr gut, aber ich sollte mich erst noch ein paar entledigen. Lass mal wieder hier hoch. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Einen kleinen Überblick verschaffen. Also, wir haben auf jeden Fall 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehe ich soweit, die alle ziemlich nah beieinander stehen. Okay, den da hinten könnte ich kriegen, ohne dass er... Scheiße, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, ich merke es jetzt schon, das war ein Fehler. Okay, verschwinde Batman. Weiter nach oben. Die durfte ich jetzt nicht sehen. Ach, verdammt. Leute. Ja, was ich noch probieren könnte. Jetzt gucken sie sich alle da um. Jetzt machen wir den Plot. Gute Nacht, mein Freund. So, komm schon. Nee, nicht da hoch. So, abtauchen. Sehr gut. Genau. Jetzt muss ich nur aufpassen. Zu nah dürfen sie nicht beieinander stehen, sonst merken die das. Deswegen... Ja gut, jetzt gehen sie natürlich alle in die Richtung, weil ich den einen gerade hier platt gemacht habe. Allerdings ein bisschen Geduld brauchen wir jetzt. Weil... Jetzt da einen auszuschalten, das bringt mir nichts, das sehen die anderen, dann habe ich wieder verloren. Kommt schon, teilt euch mal ein bisschen besser auf. Einer kann hier ruhig stehen bleiben, habe ich kein Problem mit, aber die anderen sollten jetzt mal schauen, dass sie das Weite suchen. Guckt euch mal woanders um. Leute. Ja, super, da steht noch. Okay, da dreht sich wieder um. Okay, komm schon, lauf hierher. Du sollst hierher laufen. Shitto! Au! Weg! Weg, Batman! Dammit! Komm ich
hier vielleicht irgendwie weiter? Muss man jetzt hier mal ein bisschen umgucken. Wenn ich die nämlich alle umgehen kann, das wäre ganz gut. Mal gucken, jetzt hier einfach mal ein bisschen um. Okay, ich glaube, ich kann wieder normal laufen. Zumindest wird mir hier nichts mehr angezeigt, dass die mich noch jagen. Aber es wurde mir ja angezeigt, dass ich nach unten muss. Also, ich komme da irgendwie nicht drum herum. Ne, jetzt bin ich ja mal im Kreis gelaufen, sehr schön. Ich muss da runter. Egal, was ich probiere, ich muss die erstmal loswerden. Ich könnte jetzt auch auf gut Glück probieren, da runter zu fliegen. Allerdings, das ist mir ein bisschen zu riskant. Weil wenn Batman stirbt, dann dürfen wir nochmal von vorne anfangen. Und nochmal alle ausschalten. Das würde ich gerne umgehen wollen. Deswegen gucken wir mal. Aber ich kann hier auch kein umgekehrtes Ausschalten einsetzen. Wenn ich sie irgendwie ablenken könnte. Dann noch runterspringen. Guck doch du mal woanders hin. Dann kann ich doch noch hier runter. So, komm. Zum Fortfahren Bereich sichern. Also, ich komme wirklich nicht drum herum. Ich habe gedacht, okay, ich umgehe sie jetzt einfach mal schnell. So, wir können uns ja ein bisschen Zeit lassen. Wir sind jetzt nicht die Intelligentesten hier. Okay. Müsst ihr immer so nah beieinander stehen? Das gibt's ja nicht, ey. Die laufen nur im Rudel rum gerade. Das ist jetzt etwas ungünstig. Ich muss sie wirklich nacheinander ausschalten. Wenn die bewaffnet sind, ist ein Nahkampf sinnlos. Das hat mich auch im Arkham City und Arkham Asylum öfters das Leben gekostet. Deswegen, ich brauche halt ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld ist da jetzt schon angebracht. Wenn du jetzt einfach so drauf los rennst und auf gut Glück versuchst, alle auszuschalten, das geht nicht immer gut. Aber die stehen echt gut beieinander, das muss ich eh lassen. So, ich probiere es jetzt bei denen hier. Mehr als sterben können wir nicht. Das ist noch nicht vorbei! Für dich ist es vorbei. So, Batman. Mach einen Abgang. Nach oben. So weit, so gut. Genau, lauft da alle hin, guckt euch mal da um. Wenn wir hier bleiben, sind wir tot. Wir müssen ihn aufscheuchen. Ihr geht vor. Wir müssen ihn aufscheuchen. Ihr geht vor. Kanonenfutter, ich will nicht sterben. Gute Einstellung. Wirklich, schick deine Kameraden ruhig vor. Ach, dazu, ich töte ja niemanden. Ich schlag sie nur K.O. Also so viel Angst musst du von mir gar nicht haben. Ich bin eigentlich wirklich total nett. Und knock euch nur aus. So. Die zwei, die stehen so dabei. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich probieren soll, jetzt da den einen auszuschalten. Weil der andere, der dreht sich sofort um, der sieht mich ja gleich. Okay, jetzt könnten sie weit genug auseinander sein. So, komm her. Geronimo! Da nach oben. Ah, wir haben immer eine schöne Ausgangsposition. Okay, jetzt haben sie ihn gesehen. Und jetzt gucken sie sich um. Jetzt sind es auf jeden Fall schon mal viel weniger. Jetzt haben wir nur noch drei Gegner. Jetzt verteilen sie sich auch besser. Um die ganzen Bereiche absuchen zu können. So, mein Freund, jetzt werde ich mal ein bisschen unnötig. Dammit. Komm her, nein. Batman, komm schon, schlag ihn. Ja, sehr gut. So, komm schon, schalt ihn aus. So, jetzt weg hier. Das war echt knapp. Jetzt habe ich nur noch ihn. Wenn ich ihn ausschalte, ohne dass er mich trifft, dann stellt sich meine Gesundheit auch wieder ein bisschen her. Stellt sich mich meine Gesundheit wieder her? Guter deutscher Satz, wirklich. Dann kriege ich wieder etwas Gesundheit. So, komm her hier. Und Tschüssikowski! Das war's. Das war der letzte. Sehr schön. Jetzt können wir hier auch weitergehen.
Das ist sehr gut. Ich bin gespannt, was uns jetzt da drin erwartet. Wahrscheinlich noch mehr Gegner oder nur der Pinguin. Wer weiß. Ich schlitz dich auf, Batman. Was will eine Fledermaus bei einer Messerstecherei? Gut, bring dich hinter uns. Ach so, ich muss... Ah ja, okay, das war das mit den Messern. Schnauze voll! Das ist der einzige Grund, warum ich euch beschäftige. Ja, außerdem muss ja auch jemand der Scheiße aus... Oh, ich werde das genießen. Dammit! Jetzt hört doch mal auf hier, ey. So. Total, bereit für etwas Action. Ja, ich gucke hier erstmal nach meinem Stufenaufstieg. Unsichtbare Jägerverbesserung. Wir gucken mal hier, was würde es denn hier geben? Erhöhte Batarang-Betäubungsdauer. Okay, wenn wir mal mit dem Batarang betäuben. Verstärkter Gleitangriff. Führe bei höher Geschwindigkeit. Ah ja. Einen Gleitangriff gegen einen einzelnen Gegner aus. Greife bei höchster Geschwindigkeit an, um ihn sofort auszuschalten. Das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Was haben wir hier? Unterstützende Verbesserung. Reiche den dritten geheimnisvoller Gesetzeshüterrang. Okay, also da können wir noch nichts machen. Das ist noch alles gesperrt. Okay, wir gucken nochmal bei der Nahkampfverbesserung hier. Ich nehme jetzt mal Kampfpanzer 2. Dann haben wir nochmal einen besseren Schutz. Gesundheit ist nie verkehrt. Eine Art Kampfsportturnier aus. Da muss ich unbedingt hin. Wir gehen da auch hin. Keine Sorge, Batman. Sind schon auf dem Weg. Hat der Boss schon einen Käufer gefunden? Hi, ich komme mal mit zur Party. Ich weiß jetzt nicht, ich war jetzt nicht eingeladen, das weiß ich. Allerdings, ich konnte mir das jetzt nicht hingehen lassen. Sag mal, was fällt dir ein, mich jetzt eigentlich zu schlagen hier? Ach, ihr seid schon K.O. Ich hab gedacht, da stehen noch mehr, aber... Wenn ihr nicht so viel aushaltet... Dann ist ja gut. So viel dazu. Da waren noch Gegner mit Schusswaffen dabei. Da bin ich froh, dass ich sie noch gekriegt habe. Alle Non-Objektive für Achtern melden. Der Maschinenraum wird geflutet und muss leer gepumpt werden. Pronto. Okay, Deck 1 sind wir gerade. Ich frage mich, wo er sich versteckt. Wo bist du, Pinguin? Oh, das sieht ja sehr nett aus. Ernsthaft? Ich dachte, das wäre nur so ein Großstadtmythos. Hey, den geht's wirklich. Ich frag nur Mickey. Mickey? Weißt schon, Lefty. Lefty? Ah, Lefty. Ja, schön. Unterhaltet euch mal ruhig. Etwas weiter. Nein, du schlägst mich nicht. Ah. Schade, ist die Kombo unterbrochen worden. Oder hat sich wieder hier sein Werkzeug geschnappt, was ihn aber leider auch nichts gebracht hat. So weit, so gut. Also bis jetzt geht das alles noch. Ah, ich schätze mal, ich werde das an mich heranziehen müssen, oder? So, komm mal her, hier. Ah, das kennen wir doch auch noch aus Arkham City. Also dadurch, dass sie das alles beibehalten haben, findet man sich sehr, sehr leicht in das Spiel herein. Gut, wenn man jetzt Batman länger nicht mehr gespielt hat, dann ist es natürlich so, braucht man schon ein bisschen.
bis man da wieder komplett drin ist. Ich verdrück mich hier jetzt auch immer noch manchmal. Also perfekt von Anfang an. Kriegt man jetzt nicht hin. Lass mal los jetzt. So. Hier kannst du wieder ziehen. Hier kannst du dich austoben, Batman. Aber bei dem anderen Greifhaken brauchen wir nichts mehr. So. Dann nochmal ziehen. Wunderbar. Und dann können wir hier weitergehen. Ah, hier hoch. Oder wie sieht's aus? Komm schon, Mädels! Sorgt euch nicht um eure Kleinsten! Der Rest von euch zukünftigen Losern wird sich ohne mich blamieren müssen. Ihr kriegt das bestimmt hin. Ich muss mich um Geschäftliches in meinem nicht gestört werden. Tracy leitet die Kämpfe, bis ich zurück bin. Klingt, als ob der Pinguin in seinem Büro ist. Tracy sollte wissen, wo das ist. Ich bringe sie zum Reden.